بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine sehr geehrten Geschwister, wir hatten ja letzte Woche mit dem ersten Teil von Surat An-Naba begonnen gehabt und auch über diese Sura gesprochen gehabt, eine allgemeine Einleitung gemacht gehabt. Und ich stelle euch mal jetzt zwei, drei Fragen, inshallah, damit wir wieder reinkommen. Wir sind nachher als solche. Zunächst erst einmal, meine erste Frage an euch wäre, ist Surat An-Naba eine mekkanische oder medinensische Sura? Eine mekkanische. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was mekkanisch heißt? Vor der Hijra offenbart wurde. Richtig. Ja? Das ist eindeutig eine mekkanische Sura. Richtig. Okay, dann stellt sich die nächste Frage, und zwar worüber, die Sura beginnt ja mit dem Wort Amma yatasaelun an an-naba'il azim, über die gewaltige Kunde. Was ist denn die gewaltige Kunde, über die sie diskutiert haben, die Mekkaner? Ja, also sie haben über die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, gesprochen. Und diskutiert, ist er ein Lügner, ist er ein, was ist er konkret? Ja, das ist mit der gewaltigen Kunde gemeint. Absolut korrekt. Okay. Dann, die Worte, die beiden Verse, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Keineswegs, sie werden es noch erfahren. Abermals, keineswegs, sie werden es noch erfahren. Warum wiederholt Allah Ta'ala hier diese beiden Verse? Was werden sie erfahren? Worauf bezieht sich das erste? Worauf bezieht sich das zweite? Und zwar, sie werden in der Dunya erfahren, dass die Botschaft der Wahrheit entsprochen hat, dass sie sich verbreiten wird. Sie werden das mit eigenen Augen sehen. Und sie werden es im Akhira auch sehen, wenn Allah Ta'ala sich danach befragen wird. Barakallahu fiq. Jazakallahu khair. Kommen wir jetzt, inshallah Ta'ala, zu dem zweiten Teil. Vielleicht noch ganz kurz zum ersten Teil, für diejenigen, die nicht da gewesen waren. In dieser Sura geht es halt darum, ja, dass die Quraysh, ja, diskutiert haben über die Kunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dann Allah Ta'ala, nachdem er aufgezeigt hat, dass sie es erfahren werden, sowohl in der Dunya als auch im Akhira, jetzt die verschiedenen Zeichen gebracht hat. Und Allah Ta'ala, er spricht über was? Er spricht sowohl über, ja, Zeichen, die auf der Erde sind, als auch Zeichen, die im Himmel sind. Und wir haben letztes Mal sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Vielleicht schon, damit wir wieder reinkommen, inshallah, werde ich direkt die Übersetzung noch einmal der Verse vorlesen, inshallah. Und dann beginnen wir gleich mit dem zweiten Teil. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in ungefährer Bedeutung folgendes. Wonach fragen sie sich? Nach der gewaltigen Kunde, über die sie sich uneinig sind. Keineswegs, sie werden es noch erfahren. Abermals keineswegs, sie werden es noch erfahren. Haben wir nicht die Erde zu einer Lagerstadt gemacht und die Berge zu Pfählen? Und wir haben euch als Paare erschaffen und wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht. Und wir haben die Nacht zum Kleid gemacht und wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht. Und wir haben über euch sieben feste Himmel aufgebaut und wir haben einen hellglühenden Leuchtkörper gemacht. Und wir haben von den Regenwolken sich ergießendes Wasser herabkommen lassen, um damit Korn und Gewächse hervorzubringen und dicht bestandene Gärten. Gewiss, und jetzt kommt der heutige Vers, mit dem wir beginnen werden, inshallah ta'ala, gewiss, der Tag der Entscheidung ist eine festgesetzte Zeit. Das ist jetzt die Einleitung zum nächsten Abschnitt der Sura. Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er, nachdem er über diese ganzen Zeichen, die so deutlich sind, spricht und die eigentlich einem jeden die Augen öffnen müssten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, inna yawmal fasli kana miqata. Allahu akbar. Gewiss, der Tag von Al-Fasl ist eine festgesetzte Zeit. Was ist damit gemeint mit dem Tag der Entscheidung? Allah subhanahu wa ta'ala, er benutzt hier was? Das Wort Al-Fasl. Fasl bedeutet so viel wie Sachen voneinander trennen. Deswegen, Fusul sind Klassenzimmer. Da werden Gruppen voneinander getrennt, oder? Fasl al-awwal, Fasl al-thani. Oder Fasl ist auch ein Kapitel in einem Buch. Also es werden Dinge voneinander getrennt. Und zunächst erst einmal kommt jetzt, subhanallah, diese Überleitung. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala
über all diese Zeichen gesprochen hat, welche auch, wie wir letztes Mal gesagt haben und aufgezeigt haben, auf die Auferstehung hindeuten. Wasser kommt vom Himmel, dann entsteht sozusagen, wir schlafen, das ist ebenfalls jedes Mal der kleine Tod, ja, Wasser kommt vom Himmel, Pflanzen sprießen aus der Erde, all das deutet auf was hin? All das deutet auch auf die Auferstehung hin, die wir jeden Tag durchmachen. Und nach all dem spricht Allah Ta'ala jetzt über den jüngsten Tag. Über den Tag der Abrechnung. Und es ist sehr interessant, dass Allah Ta'ala genau an dieser Stelle Al-Fasl nennt. Fasl, etwas, wo eine Sache von einer anderen Sache getrennt wird. Yawm al-Fasl beginnt eigentlich schon dann, wenn meine Seele aus dem Körper getrennt wird. Und deswegen sagen die Gelehrten, es gibt zwei Stunden. As-Sa'atu Sughra und As-Sa'atu Kubra. Die kleine Stunde und die große Stunde. Was ist die kleine Stunde? Die kleine Stunde ist deine ganz individuelle Stunde. Nämlich dann, wenn du zu deinem Schöpfer zurückkehren wirst. Was geschieht da? Da wird etwas getrennt. Und zwar deine Seele wird von deinem Körper getrennt. Subhanallah, wenn man einen toten Menschen sieht, der gestorben ist, jetzt nicht durch einen Unfall, ganz normal, eines natürlichen Todes gestorben ist. Wir hatten das letzte Mal gesagt, du hast das Gefühl, er schläft. Der Körper, Subhanallah, ist vollständig. Ist nichts anders. Aber es fehlt etwas. Es fehlt das Leben, was in ihm war. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat, wie gesagt, jetzt was getan? Er hat die Seele vom Körper getrennt. Es gibt jetzt einen Einschnitt, es beginnt eine neue Phase. Das ist die kleine Stunde. Und die große Stunde ist die Stunde, wo sich alles verändern wird. Wo es einen klaren Einschnitt geben wird. Wo sich diese Welt verändern wird. Wo alles zerstört wird auf dieser Erde, wie wir gleich sehen werden in den darauffolgenden Versen, inshallah ta'ala. Wo ein klarer Cut beginnt. Wo alles anders sein wird. Diejenigen, die vorher Könige, Präsidenten, Mächtige, Mafiabosse, weiß ich nicht, was gewesen sind, sind plötzlich jetzt genauso wie jeder andere. Ja, vielleicht sogar kleiner als sie. Und deswegen berichtet auch unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam was? Er sagt, die Überheblichen, die in der Dunya überheblich gewesen waren, die werden am jüngsten Tag was sein? Wie Zwerge. Subhanallah. Die werden am jüngsten Tag wie Zwerge sein, auf welche die Menschen treten werden. Man kann sich das vorstellen, ja, wenn Milliarden von Menschen an einem Ort sind. Was dann passieren wird? Wenn er so ein Zwerg ist, der wird einfach übersehen. Wie wird getrampelt? Du warst in der Dunya überheblich gewesen, jetzt ändert sich alles. Und Menschen, die vielleicht vorher gar nichts hatten, werden plötzlich eine besondere Stellung haben. Auch schon am jüngsten Tag, direkt nach der Auferstehung. Die Menschen werden erst einmal alle nackt sein, aber es wird Menschen geben, die sehr, sehr schnell etwas zum Anziehen bekommen werden. Wer ist der Erste, der am jüngsten Tag Kleidung erhalten wird? Sehr gut, Ibrahim alaihi ist der Erste. So berichtet es der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Es wird Menschen geben, die am jüngsten Tag im Schatten stehen werden. Vielleicht haben sie in der Dunya auf der Straße geschlafen, aber am jüngsten Tag schlafen sie im Schatten. Warum? Weil sie Gutes getan haben, weil sie fromme Menschen gewesen sind. Das ist Yawm al-Fasl. Es ändert sich alles. Ein klarer Cut. Nichts ist mehr so, wie du es kennst. Die Berge, die vorhanden gewesen waren, sind plötzlich nicht mehr da. Und deswegen, wir spulen mal ein bisschen vor und gehen mal ein, zwei Verse weiter. Und zwar sagt Allah Ta'ala, was? وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Und da die Berge versetzt und dann zu einer Luftspiegelung werden, plötzlich keine Berge mehr. Qa'an saf-safa, alles ist gleich, dem Erdboden gleich. Es gibt keine Erhöhung mehr. Der Himmel, der ohne Lücken und ohne Risse gewesen ist, der hat plötzlich viele Risse, aus denen Engel herunterkommen. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Und da der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird. Nichts ist mehr gleich, das ist Yawm al-Fasl. Yawm al-Fasl ist der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala mit den Menschen abrechnen wird. Weil Fasl heißt auch trennen, die Wahrheit von der Unwahrheit. Die Wahrheit von der Unwahrheit trennen. Und deswegen, wie nennt Allah ta'ala den Koran?
Innahu laqawlun fasl. Das handelt sich um ein Wort, was fasl ist, was klar und deutlich ist. Und deswegen, wie wird der Koran genannt? Was ist einer der wichtigsten Namen des Korans? Furqan. Furqan, was heißt Furqan? Furqan ist eine Sache, die Sachen trennt, nämlich die Wahrheit von der Unwahrheit. Sodass klar wird, was ist die Wahrheit und was ist die Unwahrheit. Der Yawm al-Fasl ist also der Tag, an dem über die Menschen gerichtet wird. Yawm al-Din, der Tag der Abrechnung, der Tag des Gerichtes, der Tag, wo alles zum Vorschein kommt. Der Tag, wo jemand, der Unrecht getan hat und glaubt, er ist mit seinem Unrecht davongekommen, jetzt dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Der Tag, an dem man vor jemandem Unrecht geschehen ist und er denkt, er wird sein Recht niemals bekommen, sein Recht bekommen wird. Alles ändert sich, subhanallah. Das ist Yawm al-Fasl. Guck mal, ein Wort, subhanallah, was aber so viele Bedeutungen in sich beinhaltet. Und deswegen, der beste Beleg dafür, dass es ein Leben nach dem Tod geben muss, ist, dass wir Menschen spüren, das kann nicht anders sein. Es kann nicht sein, dass die Tyrannen dieser Welt einfach so von dieser Welt gehen, in ihrem Luxus, in ihrem Unrecht, was sie begangen haben, Millionen von Menschen, denen sie Leid getan haben, ja, und dann war's das. Nein, es wird einen Tag geben, wo jeder Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Eine der besten Belege überhaupt. Das ist Yawm al-Fasl. Aber es ist auch noch ein anderer Tag, an dem Tag, wo was geschehen wird, was Allah Ta'ala dann auch jetzt bestätigen wird, ja, wo nämlich die Menschen ebenfalls getrennt werden voneinander. Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Es ist der Tag, an dem ein Mensch vor seinem eigenen Bruder fliehen wird. Wa ummihi wa abi. Und sogar vor seiner Mutter und vor seinem Vater. Es wird gesagt, dass sogar Isa alayhi salam sich nicht mal um Maryam kümmern kann. Allahu Akbar. Isa, ein Prophet. Die sagen, nefsi, nefsi. Die Propheten werden sagen, nefsi, nefsi. Ich habe keine Zeit, nicht mal für meine Ängsten, meine Liebsten. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Und seine Gefährtin und seine Kinder, deine Kinder, die du mit allem beschützt hättest, die wirst du vergessen am jüngsten Tag. Manche sagen, kann doch gar nicht sein. Ich würde doch niemals mein Kind vergessen. Doch. Was ist der Unterschied? In der Dunya würdest du dich opfern für dein Kind. Warum? Weil du weißt, es ist der Tod. Es geht nach dem Tod. Ja, entweder ist, wenn die, die nicht glauben, denken, es ist alles vorüber. Und wir wissen, es geht nach dem Tod weiter. Es ist nicht das Ende. Und dementsprechend bin ich gerne bereit, mich zu opfern für mein eigenes Kind. Aber am jüngsten Tag, da geht es um was? Um Ewigkeit. Um die Ewigkeit. Und ich bin nicht bereit, meine Ewigkeit zu opfern für die Ewigkeit eines anderen. Nefsi, nefsi. Nur noch ich selbst. Das ist Yawm al-Fasl. Was für ein Tag, was für eine Überleitung, subhanallah. Was für eine Überleitung. Ihr müsst euch vorstellen, die Araber haben all diese Sachen verstanden. Ja, es ist wie, wenn wir Deutsch hören, ja, und irgendjemand erzählt einen Witz oder einen Satz oder benutzt Wörter, diese ganzen Pointen, die verstehen wir. Warum? Weil wir Deutsch verstehen. Für die damaligen Araber, sie haben das gehört, ja, es ist alles mitgeklungen. Diese ganzen Bedeutungsnuancen sind mitgeklungen. Sie haben sie verstanden. Inna yawm al-fasl, inna, nochmal Bestätigung. Kana was? Kana miqata. Das ist eine festgesetzte Zeit. Dieser Tag wird kommen, ob du es willst oder nicht. Ob du dich jetzt darüber lustig machst oder nicht. Wie viele Menschen gibt es, die sich darüber lustig machen? Wie viele Menschen gibt es, die sich über die Hölle lustig machen? Ach, kein Problem, Hölle. Ja, heutzutage auch, hört man immer wieder. Ja, kein Problem. Dann machen wir da ein bisschen Party in der Hölle, weiß ich nicht was. Damals die Quraysh haben genau dasselbe gesagt. Die haben das gehört und haben gesagt, dann hat einer gesagt, ja, Abu Jahl, guck mal, ich nehme hier von den Khazalan Jahannam, ja, von den Höllenwächtern, nehme ich mir 7 vor, ihr nehmt euch die restlichen vor, kein Problem, ja. Haben sich lustig gemacht darüber. Der Spaß wird einem jedem vergehen. Wallahi, der Spaß wird einem jedem vergehen. Keine Miqata, dieser Zeitpunkt wird kommen. Ob du daran glaubst, ob du nicht daran glaubst. Ob du daran denkst oder ob du es vergessen hast, der Tag wird kommen. Er ist festgesetzt. Ob es noch tausende von Jahren dauern wird,
oder ob es bald sein wird. Aber der Tag wird kommen. Allah Ta'ala, er hat ihn festgelegt. Und nur Allah kennt den Zeitpunkt, niemand anderes. Nicht einmal ein nahestehender Prophet oder ein Allah nahestehender Engel wissen, wann der Zeitpunkt des jüngsten Tages eintreten wird. Es ist ein Geheimnis, was Allah Subhanahu wa Ta'ala für sich aufbewahrt hat. Inna yawm al-fasli kana miqata. Und jetzt sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, nachdem er diese Überleitung gemacht hat, wirklich einen richtigen Fasl, so als würde es jetzt wirklich was ganz Neues beginnen, Subhanallah. Beschreibt Allah Ta'ala, was an diesem Tag geschehen wird. Und er sagt, oder wie dieser Tag eingeleitet wird, und er sagt, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Der Tag, da ins Horn geblasen wird und ihr in Scharen herkommt. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt hier mit ganz einfachen Worten auf, was geschehen wird. Es gibt ein Horn, wir wissen nicht, wie dieses Horn aussieht. Es ist auch völlig unwichtig, wie dieses Horn aussieht. Es gibt ein Horn, für das ein Engel Verantwortung trägt. Wie heißt dieser Engel, der für dieses Horn Verantwortung trägt? Israfil. Er hat nur eine Aufgabe. Nur eine einzige Aufgabe. Und zwar in dieses Horn zu blasen. Und selbst er weiß nicht, wann der Zeitpunkt ist. Und deswegen wird überliefert von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass ja, der Sahib al-Sur, also der Engel, der verantwortlich ist für dieses Horn, ja, schon fast dieses Horn in sich gesteckt hat und fast schon verschluckt hat, ja. Und die ganze Zeit, ja, blickt er sozusagen, ist er wachsam, weil in jedem Moment, und er weiß nicht wann, könnte der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala kommen, dass in dieses Horn geblasen wird. Und wie viele sogenannte Nefchs, ja, das heißt, wie oft wird in das Horn geblasen? Zweimal? Manche sagen zweimal, manche sagen dreimal. Es gibt verschiedene sozusagen Interpretationen der Verse. Aber in jedem Fall zweimal. Was wird beim ersten Mal geschehen? Beim ersten Mal wird alles, was auf dieser Welt ist, was wir kennen, wird zerstört werden. Nichts wird mehr bleiben. Allahu Akbar. Alles, was du dir aufgebaut hast in deinem Leben, alles wird vergehen. Schon alleine, ja, wenn du von dieser Welt gehst, ist alles, was du dir angeeignet hast, alles, was du dir angehäuft hast, ja, ist plötzlich weg. Und deswegen, worauf sollte ich mich konzentrieren als Muslim, der verstanden hat, worum es geht? Auf die guten Taten, auf das, was nach dem Tod ist. Und deswegen, Allah Ta'ala verlangt es immer wieder von uns. Ja, ayyuhal ladhina amanu taqullah. Oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Und jetzt, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Weil das ist das, was bleiben wird. All die Dunya, die wir uns hier aneignen, ist schön und gut. Aber ich werde sie nicht mitnehmen können. Und wenn ich für sie gelebt habe, dann habe ich im Grunde genommen für etwas gelebt, was vergänglich ist. Bringt alles nichts. Ich kann es nicht mit ins Grab nehmen. Ich werde davon nicht profitieren. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? يَتْبَعُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ. Dem Toten folgen drei Dinge. Was sind diese drei Dinge? Was sind die drei Dinge, die dem Toten folgen zu seinem Grab? Ha. Ja, es ist eine, also es ist indirekt, ja, aber er sagt ganz konkret. Nein, es sind die Sachen, die bleiben werden in Shana Dunya. Was folgt dem Toten, was folgt ihm zum Grab? Ja, drei Dinge folgen ihm zum Grab, ja. Seine Familie, sein Besitz und seine Taten, barakallahu fik. Maluhu wa ahluhu wa amalu. Fayarji'u ithnan, zwei kehren zurück. Die Familie, die Freunde. Wart ihr schon mal auf einer Beerdigung gewesen? Die meisten von euch waren wahrscheinlich auf einer Beerdigung gewesen. Ja, wie läuft das? Man geht hin, ja, ist ein bisschen traurig und schon auf dem Rückweg fängt man an, Geschäfte zu machen, die Leute rufen an, ja, und die Dunja beginnt wieder. Das ist so. Die Einzigen, die vielleicht noch ein bisschen länger bleiben, sind dann die ganzen nahen Verwandten und selbst die, wenn sie nach Hause gehen, die Dunja beginnt wieder. Ein paar Tage Trauer, ja, das war's. Kennen wir alle, Subhanallah. Fayarji'u ahluhu. Was passiert mit seinem Besitz? Wird aufgeteilt unter den Erben. Und wenn er seine Kinder nicht gottesfürchtig erzogen hat, was wird dann passieren? Die werden sich streiten. Und wie oft haben wir das schon erlebt? Und wie viele Familienkonflikte kenne ich? Ja, wo der Bruder nicht mehr mit deiner Schwester spricht aufgrund des Erbes. Und eine Sache bleibt. Das ist deine Tat. Und deswegen,
والتنظر نفس ما قدمت لغد. Eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgestellt hat. Das ist der erste. Ja? Das erste Mal, dass sozusagen in das Horn geblasen wird. Alles wird zerstört, alles ist weg. Nichts bleibt. Und dann kommt das zweite Mal. Und da wird alles auferstehen. Und alles beginnt von neuem. Und jetzt beginnt das eigentliche Leben. Weil das Leben, was wir dort erleben werden, das ist ein Leben, wo es keinen Tod mehr gibt. Guck mal, unsere Seele ist zwar in uns, aber sie verlässt immer wieder unseren Körper, und zwar jede Nacht. Ist nur noch ganz leicht an unseren Körper gebunden. Dort ist die Seele so eng verwoben mit deinem Körper, dass sie nicht mehr den Körper verlassen kann. Du wirst eins mit deiner Seele. Du willst vielleicht sterben, weil du siehst, was dich erwarten wird, aber du kannst nicht sterben. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Guck mal, wenn jemand der Dunya überdrüssig geworden ist, des Lebens überdrüssig geworden ist in der Dunya, was macht er? Er begeht Suizid. Er schmeißt sich aus dem Fenster noch irgendetwas, keine Lust mehr. Und er denkt, es ist vorbei. Dort geht das nicht. Du kannst dich so oft runterschmeißen, wenn die Möglichkeit, wie du willst. Du wirst nicht sterben. Subhanallah. Das ist unglaublich. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt darüber. Yawma yunfachu fis-suri, was wird dann geschehen? Da ins Horn geblasen wird, Allah hebt einen bestimmten Aspekt hervor. Ja? Was wird geschehen? Fatatuna afwaja. Ihr werdet in Scharen kommen. Daher kommen. Was heißt das in Scharen? Fauj, was ist ein Fauj? Was bedeutet Fauj in der arabischen Sprache? Was ist ein Fauj in der arabischen Sprache, diejenigen, die Arabisch können? Wer kann mir erklären, was ein Fauj ist? Eine Gruppe, ja? Ist eine Gruppe. Eine Gruppe von Menschen. Und genau das wird am jüngsten Tag geschehen. Ja, Jama'a, mashallah, sabah al-khair. Jazak al-khair. Ja, sah, mazbut, Jama'a. Ja? Ja? Und absolut richtig. Ja, es geht hier um was? Um Gruppen. Es wird verschiedene Gruppen geben. Und die Frage, die sich stellt, ist, welche Gruppe willst du angehören? Mit welchen Menschen möchtest du zusammen sein? Möchtest du mit der Gruppe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zusammen sein? Was sagt Allah Ta'ala im Koran? At-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibin. Die guten Männer mit den guten Frauen oder für die guten Frauen und die guten Frauen für die guten Männer. والخبيثون للخبيثات والخبيثون والخبيثات للخبيثين. Und die schlechten Männer für die schlechten Frauen. Und die schlechten Frauen für die schlechten Männer. Subhanallah. Das Gute wird mit dem Guten zusammenkommen. Allah sagt, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Wenn die Seelen ja, miteinander verbunden werden. In der Dunya ist es ebenfalls so. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ja? الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ. مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اَتَّلَفْ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اَتَّلَفْ. Was heißt das? Die Seelen sind wie Soldaten, verschiedene Einheiten. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اَتَّلَفْ. Die Seelen, die sich mögen oder die sich kennenlernen und irgendwie, die sind harmonisch miteinander. وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اَتَّلَفْ. Und die Seelen, die sich nicht ausstehen können, die gehen auseinander. Und in Jenseits wird es genauso sein. Du wirst mit denjenigen zusammen sein, die du gemocht hast, auch in dieser Dunya. Und deswegen, einmal fragte ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, mata as-sa'a? O Gesandter Allahs, wann ist die Stunde? Was antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hat er ihm gesagt, wann die Stunde ist? Natürlich nicht, er weiß es ja selbst nicht. Aber er hat immer wieder darauf hingewiesen, worauf es ankommt. Und er sagte dann, wa madha a'adatta laha? Was hast du für sie vorbereitet? Und dann meinte der Mann, ich habe nicht viel vorbereitet, illa annani uhibbu Allah wa Rasulah, außer dass ich Allah und seinen Gesandten liebe. Woraufhin dann der Prophet Sosan sagte, al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch ist mit denjenigen zusammen, die er liebt. Und deswegen, ganz wichtig, ja, am jüngsten Tag wirst du mit denjenigen zusammen sein, mit denen du auch gerne in der Dunya zusammen gewesen bist. Und deswegen, afwaja. Das sind Gruppen, verschiedene Gruppen. Cool, jeder Prophet, jeder Anführer, jedes Vorbild, was du in der Dunya hattest, wird deine eigenen Anhänger haben. Was sagt Allah Ta'ala über Pharao? يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فأوردهم النار. Er wird seinem Volk vorangehen am jüngsten Tag. Und er wird sie wohin führen? Zum Höllenfeuer. Also diejenigen, die in der Dunya Pharao befolgten, die werden auch am jüngsten Tag mit Pharao zusammen sein. Und diejenigen, die gute Menschen, fromme Menschen befolgten, die werden am jüngsten Tag auch mit ihnen zusammen sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem Propheten und mit dem Frommen und Rechtschaffenen am jüngsten Tag zusammen sein lassen. Amin ya Rabbil Alameen. Und jetzt, ich muss mich ein bisschen beeilen, inshallah ta'ala. Und jetzt beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala noch, was geschieht. Und das ist sehr interessant, weil das nimmt Bezug auf die beiden Dinge, welche in dem ersten Abschnitt besonders hervorgehoben wurden. Was waren nochmal die besonders starken Phänomene, welche in diesem ersten Abschnitt hervorgehoben wurden? Einmal der Himmel und einmal die Berge, die Erde und die Berge. Und genau das ist es, worüber Allah Ta'ala jetzt spricht und uns aufzeigt, das wird nicht mehr bleiben. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Und da der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird. Der Himmel ist gespalten. Und die Gelehrten sagen, die Engel, sie werden aus dem Himmel herabsteigen. Du wirst am jüngsten Tag sehen, ja, wie die Engel vom Himmel herabsteigen. Dieser Vers ist vielleicht bezogen auf den Himmel am jüngsten Tag oder auch vielleicht, ja, auf den jüngsten Tag selbst, wenn in das Horn geblasen wird und alles zerstört wird. Dass der Himmel, der so stabil gewesen ist, der dieses Universum getragen hat, plötzlich gespalten ist. Und ebenfalls die Berge, die für Stabilität standen, die Flöcke in der Erde gewesen sind, um die Erde vor dem Beben und dem Wanken zu schützen, plötzlich zu einer Fata Morgana werden, plötzlich zu Staub werden. Und da die Berge versetzt und dann zu einer Luftspiegelung werden, nichts ist mehr übrig. Und jetzt kommt eine Androhung, die einem Angst macht. Allah Ta'ala, er spricht jetzt darüber und er macht einen Sprung, weil das ist das, worum es geht in dieser Sura. Es geht darum, die Mekkaner aufzurütteln. Allah Ta'ala, er zeigt jetzt auf, was diejenigen erwarten wird, welche sich gegen die Botschaft Allahs gestellt haben. Inna jahannama kanat mirsada. Gewiss, die Hölle ist ein Mirsad. Hier übersetzt als ein Hinterhalt. Was bedeutet denn Rasada? Rasada bedeutet etwas beobachten. Ein Mirsad ist auch eine Beobachtungsstelle, von der ich aus beispielsweise Planeten oder Sterne beobachten kann. Ein Observatorium. Mirsad bedeutet aber auch eine Stelle, von der ich aus meinem Feind beobachte, um ihn eventuell in einen Hinterhalt zu locken. Und deswegen was? Gewiss, die Hölle ist ein Hinterhalt. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt jetzt diesen Moment, wo die Menschen am jüngsten Tag auferstehen werden und sehen werden, oh, dort ist ein tiefer Abgrund. Und ich könnte in diesen tiefen Abgrund hinunterfallen und diese Hölle wird mich erwarten. Und es ist ein gefährlicher Ort. Und es wird niemanden geben, der nicht mit diesem Ort in Berührung kommen wird. Was sagt Allah ta'ala in Surat Maryam? Wa im minkum illa وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا. Und es wird niemanden geben von euch, außer dass er mit der Hölle in Berührung kommen wird. Vers Nummer 71 von Surat Maryam. وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Und es gibt keinen unter euch, der nicht daran vorbeigehen würde. In irgendeiner Weise. Entweder wird er hineinfallen, möge Allah davon bewahren, oder er wird dann über eine Brücke die Hölle sehen und an ihr vorbeikommen. Und das ist dieser Sirat, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Dies obliegt deinem Herrn unabänderlich beschlossen. Eine beschlossene Angelegenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, er beschreibt es diesen Moment. Inna jahannama kanat mirsada. Ja, sie wacht und sie ist ein Hinterhalt. Sie beobachtet die Menschen und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er beschreibt, dass die Hölle Augen hat, mit denen sie sehen kann. Allah, er beschreibt immer wieder im Koran, dass die Hölle Schreie von sich geben wird. Allah Ta'ala, er zeigt auf und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigen auf, ja, dass die Hölle sprechen wird. In welcher Sure spricht Allah Ta'ala darüber, dass die Hölle sprechen wird? Es gibt eine Sure, in der es einen Dialog gibt zwischen Allah und zwischen der Hölle.
Surat Qaf, ha? Welche Verse? Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti. An jenem Tag, wo wir zu Jahannam sagen werden, bist du voll? Bist du schon gefüllt? Hast du noch Platz? Und sie wird sagen, hal min mazid. Gibt es denn noch mehr? La ilaha illallah. Das muss man sich auch vorstellen. Es gibt so viele Verse, die über diesen Moment sprechen, ja, wie die Hölle herangezogen wird. 70.000 Ketten, 70.000, muss nicht sein, dass es genau 70.000 ist. Aber es ist eine gewaltige Anzahl von Ketten. An jeder Kette 70.000 Engel, welche die Hölle heranziehen werden. Und jetzt kann man sich vorstellen, in was für einem Zustand sich der Mensch befinden muss, wenn er dieses Geschöpf, und es ist ein Geschöpf Allahs, wenn er dieses Geschöpf erblicken wird und weiß, er muss in irgendeiner Weise hier rüber. Stellt euch mal vor, ihr befindet euch an einem Ort und ihr wisst, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, über eine Hängebrücke rüberzulaufen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss über diese Hängebrücke. Und ich weiß nicht, ja, ob ich es schaffen werde oder nicht. Ich bin nicht schwindelfrei. Ich habe Angst. Ich schwitze. Ich habe niemanden, der mich unterstützt. Der Gläubige, er wird gute Taten haben, die an seiner Seite stehen. Der Ungläubige, er wird, oder derjenige, der schlecht gehandelt hat, es wird um ihn dunkel sein, er wird nichts sehen. Der Gläubige wird ein Licht haben. Derjenige, der schlecht gehandelt hat, der wird kein Licht haben. Inna jahannama kanat mirsada. Und jetzt, littagina ma'aba. Für diejenigen, die das Maß an Frevel überschreiten, eine Heimstatt. Ma'aba. Was heißt Ma'aba? Ma'aba kommt von Abe, Ya'ubu, Ma'aben. Ma'aba heißt zu etwas zurückkehren. Ich kehre zu meiner Heimat zurück. Und Allah Ta'ala, er zeigt auf, dieser Ort, er ist genau vorgesehen für diejenigen, welche immer wieder die Grenzen Allahs überschritten haben. Die sogenannten Tarin, und wir hatten in Surat An-Nazi'at über den Begriff Tara, Turian gesprochen gehabt, dass Allah eigentlich immer wieder auch den Kufr, den Unglauben mit was beschreibt? Mit Turian, das heißt, wo ich eine Sache überschreite. Dass der Unglaube verbunden ist mit dem Überschreiten der Grenzen Allahs. Und dann sagt Allah Ta'ala, labithina fiha ahqaba, lange Zeiten darin zu verweilen. Das ist ein Vers, wenn wir kurz stehen bleiben werden, inshallah Ta'ala. Allah sagt nicht, sie werden ewig darin verweilen. Khalidin. Sondern er sagt was? Ahqaba. Was bedeutet denn Ahqaba? Ahqaba kommt von Huqub. Und Huqub bedeutet so viel wie eine Zeitspanne von ca. 80 Jahren. Und Allah Ta'ala, er sagt, ja, Ahqaba, also viele längere Zeitspannen. Heißt das jetzt, dass die Hölle nicht ewig ist? Die Gelehrten sind sich einig, dass die Hölle ewig ist und dass die Menschen, was heißt einig? Also sie sind sich einig darüber, dass es Menschen geben wird, welche die Hölle nicht verlassen werden. Und zwar ganz konkret diejenigen, die keinen Iman in ihrem Herzen hatten. Sie werden die Hölle nicht verlassen. Wer das genau ist, darüber erörtert nur Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt stellt sich aber die Frage, wird die Hölle ewig bleiben oder wird sie einmal mitsamt ihren Bewohnern untergehen oder nicht? Die gängige Meinung der Ahle Sunnah wal Jama'ah diesbezüglich ist, dass die Hölle ewig bleiben wird, wie das Paradies. Beim Paradies sind sich alle einig. Aber es gibt eine Meinung, welche auch von großen Gelehrten vertreten wird, wie beispielsweise Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim. Das wird auch auf einige der Sahabe wie Umar ibn Khattab und einige andere Sahabe zurückgeführt. Ja, bestimmte Zitate, dass die Hölle eines Tages samt ihrer Einwohner vergehen wird. Wie kommen sie darauf? Unter anderem aufgrund solcher Verse. Wie? Sie werden darin lange Zeiten verweilen. Aber irgendwann einmal wird die Hölle samt ihrer Einwohner, die die Hölle nicht verlassen werden, vergehen, sodass sie nicht mehr existiert. Es gibt viele Diskussionen diesbezüglich. Und es gibt aber, man muss ganz offen sagen, auch sehr starke Belege, welche darauf hindeuten, dass diese Meinung durchaus eine starke Meinung ist. Ich gebe euch mal nochmal einen Vers, der in diesem Zusammenhang auch erwähnt wird. Mal damit. Kein Moment. Genau. Und zwar in Surat Hud. Hört euch mal diese Verse an. Sehr, sehr interessant. Allah Ta'ala, er sagt Folgendes.
Wo ist das jetzt hier? Genau. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Was nun diejenigen angeht, die unglücklich sind, so werden sie dann im Höllenfeuer sein, darin werden sie seufzen und schluchzen. Und jetzt kommt Folgendes. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Ewig darin zu bleiben, solange die Himmel und die Erde wären, und jetzt hört mal zu, außer was dein Herr will. Dein Herr tut immer, was er will. Es gibt genau dieselbe, in derselben Sura, und zwar gleich ein Vers später. Ich gucke mal ganz kurz, jetzt, wo der Vers jetzt ist. Ich finde ihn gerade nicht. Das Programm gibt es nicht. Wo Allah Ta'ala dasselbe sagt, ja, aber nicht hinzufügt, illa masha'a rabbuk. Und immer wieder auch es Verse gibt, wo Allah Ta'ala bei den Ungläubigen sagt, oder diejenigen, die in der Hölle verweilen, khalidina fiha. Und bei den Gläubigen sagt er, khalidina fiha abada. Wo die Gelehrten gesagt haben, ja, dass Allah Ta'ala hier im Grunde genommen uns aufzeigt, dass eventuell die Hölle eines Tages ganz vergehen wird. Und dass es zwar Menschen geben wird, die niemals die Hölle verlassen werden, aber diese irgendwann einmal samt ihrer Einwohner komplett vergehen wird. Wo ist das jetzt? Achso, hier ist der Vers, genau. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich finde das jetzt gerade nicht. Entschuldig bitte, ich habe das gut, auf jeden Fall, ich werde das nochmal raussuchen für euch, insha'Allah ta'ala. Es gibt da auch längere Abhandlungen von Ibn al-Qayyim zu, wo er die verschiedenen Belege erwähnt und es und er auch diese Meinung für sehr, sehr stark hält. Und auch Sheikh Rashid Rida in seinem Tafsir al-Manar, ja, er geht auf diese verschiedenen Belege ein. Und er ist auch der Ansicht, dass diese Meinung eine sehr, sehr starke Meinung ist. Ich persönlich tendiere auch sehr stark zu dieser Meinung, weil sie auch wirklich in Einklang zu bringen ist mit dieser Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, dass Allah Ta'ala, selbst wenn es Menschen geben sollte, die die Hölle nicht verlassen werden, trotz alledem ein Türchen offen hält. Ja, und dieses Türchen ist, dass eventuell irgendwann einmal auch diese Strafe, ja, für die Menschen enden wird. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er weiß es am besten. Aber Allah Ta'ala, er droht eine langanhaltende Strafe an. La bithina fiha ahqaba. Und ich mache es ein bisschen schneller, inshallah ta'ala. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. Sie werden darin weder Kühlung noch Getränk kosten. Illa hamiman wa ghassaqa. Außer heißem Wasser und stinkender Brühe. Jaza'an wifaqa. Als angemessene Vergeltung. Wir werden diese Verse, inshallah, weil ich bin jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich unter Zeitdruck kann ich keinen Tafsir machen. Wir werden diese Verse, inshallah ta'ala, mit dem letzten Teil nächste Woche dann ganz ausführlich dann inshallah ta'ala besprechen und miteinander verbinden.